Genau, das wird noch alles so ordentlich werden hier. Hier sollen noch mehr Regalbretter rein, weil jetzt fehlen ja hier Regalbretter. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich nehme euch mit. Heute zeige ich ein bisschen und ich filme morgen. Morgen geht es nämlich auch im Keller weiter. Genau. Ich zeige euch mal die Lichter. Ich habe nämlich die Lampen angebracht. Hier ist jetzt die Wohnzimmerlampe hingekommen. Und hier die. Die hatte ich ja im letzten Vlog gezeigt, dass ihr die anbringen wollt. Hierfür muss ich noch einen Platz suchen. Genau. An sich können hier noch kleine Bilder hin, hier könnte was hin. Da habe ich gedacht, würde vielleicht das gar nicht mal schlecht aussehen. Oder dass das vielleicht hier hinkommt, von der Hochzeit das. Genau. Der ist neu eingezogen, da muss ich noch das weiter abzuppeln hier, den Preisschild. Den finde ich mega. Haben wir bei Thun Baumarkt gekauft. Ja. Unser Schlüsselding haben wir hier hängen. Küche. Ja, Arbeitsblätter haben wir bestellt. Wir haben auch schon fleißig gebacken. War ein bisschen schwierig. Haben wir drüben auf dem Tisch gemacht. Wir drei. Ja. Ich wollte ja gerne so um Eck Arbeitsplatte haben. Und zwar die hier, die wir haben. Damit wir Geld sparen. Mein Gott, krummelt von heute Morgen. Aber diese Platte kriegen wir nicht mehr. Warte. Jetzt, ja, jetzt hat er umgeschaltet. Diese Platte gibt es nicht mehr. Die ist 10 Jahre alt und wir haben sie nicht bekommen. Ein paar Läden haben die wohl noch, aber 86 Kilometer weit weg. Da war ich jetzt ja, nicht bereit hinzufahren, dann zu bestellen, dann wieder nach Hause zu fahren, dann hinterher nochmal hinzufahren mit einem Anhänger. Also, genau, und es wäre super teuer gewesen. Jetzt haben wir eine gefunden, die uns gefällt. Das ist Nussbaum und waren in mehreren Baumärkten. Bei dem ersten hat es, glaube ich, 54 Euro für einen laufenden Meter gekostet. Und bei Thun Baumarkt hat die 34,99 oder 95 gekostet, regulär. Dann war aber nicht genug da. Dann sagte er, am Wochenende soll wieder welche kommen. Dann waren wir am Wochenende da, direkt nach meiner Arbeit. War immer noch nicht da. Dann sagt er, müsste eigentlich dann Anfang der Woche kommen, weil die nicht mit dabei war. Aber bestellt ist die halt. Und ja, da war die im Angebot. Dann haben wir gesagt, können wir die schon mal bestellen, dass die nicht verkauft wird, wenn wir sie haben wollen. Und dann sagten die ja. Und jetzt haben wir so zu 30 Euro. Also 29, 99 oder 95. Oh, dein Socken verloren. So. Arm? Ja? Okay, dann muss man mal Handy wegmachen. Weihnachtsdeko habe ich ja auch schon angefangen gehabt. Ich bin aber noch nicht weit gekommen. Die hatte ich erst, aber die halten auch nicht an der Scheibe, sehe ich gerade. Hat Kevin dann an der Scheibe geklebt. Erst hier am Rahmen geklebt, da sah man das gar nicht. Aber es fiel sofort ab. Genau. Hier steht, also ich, warte mal, der Karton ist schon ausgetauscht, da war Weihnachtsdeko drin, die haben wir schon überall stehen und hängen. Da ist jetzt normale Deko drin und die anderen muss ich halt noch durchgucken. Hier ist von gestern vom Besuch noch, da haben wir Wonderwaffel gemacht. War sehr lecker, jetzt kriege ich es nicht auf mit links. Verdammt. So, so sehen die aus. Und Süßigkeiten und... Erdbeeren, Himbeeren, genau. Ja, das sind die Reste, die nicht in die Spülmaschine passten. Ja, die beiden sehen so aus hier. Immer noch klein, viel zu klein. Zwischendurch sind die auch schon draußen. Hier sieht man ja deren Buddelkiste. Schon super angesagt. Ein Tunnel hat Kevin gebaut. Aus dem Kellerregal. Also es wird schön. Es wird schön werden. Ne, Sammy? Willst du gleich Essen haben? Ja, ne? Zu essen?
Ja? Ich hol dir was. Macht das süßes Männchen. So, Blumenkohlblatt. Mit einer Hand ist das schwierig. Dann haben wir Kohlrabiblätter. Und Blumenkohl. Was haben wir noch? Lass mal gucken. Da sind doch noch mehr drin. Was Verschiedenes. Da haben wir noch ein bisschen Möhrengrün. Zack. Und irgendwo war auch... Ach, da kommen sie. Von Radieschen. Dann haben wir auch noch Wirsing da drin. Zack. So, jetzt habt ihr eine gute Mischung. Guten Appetit. Der Rest kann in den Kühlschrank. Und das eine hier war ein Brokkoli. Den haben die gestern bekommen. Übrigens, der alte Kleiderschrank, der jetzt hier steht, der ist ja schon wuchtig, ne? Aber ich muss sagen, von hier aus, weil der Flur so riesig ist, geht es. Es liegt immer noch das Brett von der Küche drauf. ja, also ich finde, es geht und ich liebe ihn wirklich sehr. Ich mache mal eine Seite auf. Das bleibt natürlich nicht final so. Hier sind noch ein paar Küchenkartons. Hier ist zum Beispiel der eine Staubsauger. Der Hühler ist ja noch im Karton drin. Einkaufstaschen, Nähmaschine. Das ist nochmal verkauft. Dann habe ich hier Vasen und Gläser und so. Das sind Bastelsachen. Gewinns Weihnachtsgeschenk. Genau, das ist vom Nikolaus. Die Kinder haben viel zu viel bekommen. Genau, ja. Andere, gut, kann ich auch mal machen. Oben, unten nicht. Unten liegen Papier. Geh schon auf. Nur oben. Unten steht dann, also hier drunter steht dann Pfand. Hier sieht man noch hängen Nasstasche. Da ist gelber Sack drin. Unten drunter steht dann auch eine Tasche mit, wie heißt es? Mit, ich komme nicht drauf, Altpapier. Genau, das wird noch alles ordentlich werden hier. Hier sollen noch mehr Regalbretter rein, weil jetzt fehlen ja hier Regalbretter. Wie man hier sieht, weiter runter geht leider nicht, weil, wie gesagt, da liegen Papiere. Da ist auch noch hier Holzstreu von den Kaninchen. Ja, aber ich liebe ihn. Ja, und hier, ich freue mich, wenn es da leerer wird, ne? Das ist alles Verkauf. Naja, jetzt habe ich gerade erstmal bei eBay wieder was zu verschenken reingestellt. Und wurde auch schon geschrieben, dass es abgeholt werden soll. Ich hoffe, dass die kommen. Dann ist schon mal was aus dem Keller wieder weg. Genau. Hier. Ja, ja. Aber es wird wohnlich. Ich fühle mich viel, viel wohler. Und das ist so schön, weil es mehr Platz ist. Natürlich steht überall noch was rum, ne? Das ist klar. Unsere Lichterkette. Das war, glaube ich, zu windig. Da oben hat sich der Nagel gedreht, sehe ich. Die hangen gerade nach oben. Jetzt sitzt so tief, seht ihr? Und oben an der Wand, da so ein kleiner Fokus, da oben in der Ecke ist der Nagel. Naja, okay. Okay, okay. Ja, hier ist zum Beispiel, das muss noch sortiert werden. Der kommt dann auch hinter mit in die Küche rein. Naja, ist halt noch ein bisschen Arbeit. Ja. So. Irgendwie ist unsere Couch immer unordentlich. Wir haben den nächsten Tag. Papa wollte ja eigentlich kommen, die Regale hier anbringen. Klappt aber nicht, weil sein Auto kaputt ist. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach Weihnachtsdeko, denn es fehlt noch was von unserer Weihnachtsdeko. Wir waren auch schon spazieren, die Kinder und ich. Waren knapp 3,5 Stunden unterwegs mit dem Bollerwagen auf einem Spielplatz, dann einmal bei Edeka, beim Bäcker, bei Essex Family und bei DM. Genau. Haben Watte gekauft und jetzt suche ich eben noch die Weihnachtsdeko. Da ist schon mal der Karton, wo
für den Weihnachtsbaum Sachen drin sind. Da hole ich schon mal die Kugeln raus für den kleinen Weihnachtsbaum. Und dann fehlt noch was vom Dorf. Ich weiß nur nicht, wo es sein soll. Ich drehe euch mal. So sieht das aktuell gerade hier aus. ich habe es eigentlich schlimmer erwartet. Aber jetzt, wie gesagt, irgendwo hier. Ich war auch heute Morgen schon einmal im Keller und habe große Bettwäsche für Amelie hochgeholt und nochmal Hosen in der nächsten Größe. Das ist Kleidung. Das ist Weihnachtsgeschenk. Das ist hier, aua, auch Weihnachtsgeschenk, was auf meinem Fuß gelandet ist. Ostern, was ist unter Ostern? Ich kann es nicht sehen. Auch Ostern. Verdammt. Ich weiß es nicht. Autoreifen. Das ist auch noch Weihnachtsgeschenk. Der ist ganz schön schwer, ey. Ah, ist echt Holzding. Ich habe hier in den Regalen noch Kartons gefunden. Mein Gott, Fokus. Hier in den Regalen. Und in dem Kartonstapel, wo hier Krimskrams vom Keller drin ist. In dem vorletzten Karton war es drin. Genau, ich habe nämlich vor allem das hier gesucht. Das ist vom Dorf. Dann habe ich aber auch noch andere Kleinigkeiten gefunden. Und das. Ja, dann habe ich noch was gefunden, was ich eigentlich verschenken kann oder so, weil das im Weg steht oder hier verkaufen kann. Das muss ja nicht im Keller sein. Genau. Hallo, Fokus. Aha, das ist unser Ersatzwasserkocher, der darf natürlich bleiben. Und dann kann ich jetzt die Kartons wieder alle dahin stapeln. Genau. Ja, Rumpel kann man jetzt. Übrigens, wie groß der Raum wirkt, wenn hier keine Wäsche hängt. Genau. Hängt nur von uns die. Ist ja nicht trocken. Hier die zwei vom. Ja, ist das, da haben Nachbarn was hingesteckt. Wir haben es jetzt einfach dahingestellt. Genau, die einen haben es zum Beispiel aufgehangen und ich weiß nicht, die anderen haben es, glaube ich, mit nach oben in die Wohnung genommen. Ja. Und Fahrräder haben die heute nicht hochgestellt, alle. Wir alle nicht. Die stehen alle immer noch. Genau. Ja, das sind die Sachen, die jetzt mit hochkommen. Ich habe weiter die Weihnachtsdeko hingestellt. Also hier sieht es jetzt so aus. Sehr schön mit Dübeln und so noch dabei. So. Genau. Da. Dann Engel. Ich mache mir gerade nochmal erneut Essen und ich habe gerade einer geschrieben, die Interesse an den Schwimmkurs hatte, den wir belegen. Wir schaffen das aber zeitlich dann nicht mehr. Der fängt im Januar an und die haben den Schwimmkurs nicht bekommen, weil er im Januar schon als ausgebucht war. Jetzt habe ich ihr geschrieben, ob die noch Interesse hat, weil sie war ganz traurig, dass sie den keinen Platz bekommen haben. Vielleicht möchten sie den ja noch haben. Genau. Ja, Weihnachtsdorf habe ich ja gerade gezeigt. Es hat ewig gedauert, bis ich dieses Kabel hinten hinterm Schrank durch hatte und dann durch das Loch, was Kevin ausgesägt hatte, durchgefriemelt habe. Weil im Schrank ist ja die Steckdose. Genau. Ja, jetzt muss ich dann gleich noch das Kabel verlegen, die Watte drauflegen und morgen will Jamie mit mir das aufbauen. Es steht diesmal spiegelverkehrt, deshalb muss ich genau überlegen, wo was hinkommt. Puh, mal gucken. Wird auch irgendwie klappen. Das Problem ist halt, die Löcher sind ja an dem Brett gesägt. Muss mal gucken, wie es optisch aussieht. Ja, wird schon irgendwie. Ansonsten muss Kevin nächstes Jahr ein neues Brett anfertigen. Für nächstes Jahr. Genau. Aber ich denke mal, das wird so gehen. Ja, Kevin hat hier auch schon die Ausstecher geholt. Weihnachtsausstecher. Rotdose. Schon ist gut. Und jo.
Ich würde jetzt auf die Couch gehen mit meinem Essen und mich verabschieden vom Video. Der Schlitten wird übrigens nicht abgeholt. Ich habe der anderen Person, die Interesse hatte, geschrieben, die möchte am liebsten morgen abholen. Ich habe geschrieben, welchen Zeitraum ich morgen kann. Das ist natürlich begrenzt. Heute hatte ich den ganzen Tag Zeit. Den ganzen. Und es ist keiner gekommen. Morgen ist wieder begrenzt. Naja, egal. Ich kann es nicht ändern. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und danke, dass ihr so treu seid. Und für die ganzen lieben Kommentare unter den Videos von meinen Umzugsvlogs, weil das sind echt aufbauende Worte und wir haben ja den größten Teil geschafft. Ihr seht es ja jetzt hier, wie es gerade aktuell aussieht. Und für euch seht ihr das ja sowieso nochmal später, als es eigentlich ist. Aber ich blende ja immer das Datum vorne ein im Video. Oder falls es 2 Tage sind, so wie in diesem Video, auch nochmal im Video. Genau. Tschüss.